Teil 5 unserer Serie über Schulfüller. Diesmal geht es um den Schulfüller von Faber-Castell in der Ausführung für Linkshänder und für Rechtshänder. So, hier also der Schulfüller von Faber-Castell, hier in Grau die Rechtshänderausführung. Die unterscheidet sich im Grunde von dem anderen nur in der hier auf der rechten Seite angeordneten Griffmulde, während sie hier sich genau auf der gegenüberliegenden Seite befindet. Wir betrachten die Kappe, die rollt nun wirklich nicht weg und ist stabil gebaut. Und wir sehen hier den Faber-Castell-Schriftzug, gegründet 1761. Hier der andere Aufdruck ist hier auf der Rückseite Germany. Es ist ein wirklich gut gemachter Schulfüller. Wir sehen hier die Wegrollsperre am Schaft. Wie gesagt, die Kappe, die rollt wirklich nicht, hat hier aber zusätzlich noch diese Wegrollsperre. Der Füllhalter ist geeignet für die Standardpatrone. Wir haben hier das Sichtfenster, was hier wirklich ganz genial einfach gelöst ist. Man sieht immer, ob die Ersatzpatrone noch da ist. Hier sehen wir, ist auch noch genug Tinte vorhanden für unseren kleinen Schreibversuch. Wir sehen eine Feder mit Iridium-Spitze. Wir betrachten die Feder aus der Nähe und sehen die aufgesetzte Iridium-Spitze. So ist es natürlich immer aufwendiger in der Herstellung. Und wir werden uns gleich mal angucken, wie dieser Füllhalter schreibt. Hier das Linkshändermodell. Wir sehen die gleiche aufgesetzte Iridium-Spitze und wir gucken uns an, wie der Füllhalter schreibt. Sehr schön, sehr weich, man hört es auch schon am Ton. Wir hatten ja gesagt, wir nehmen Hallo, weil die meisten Kinder, wenn sie einen Füllhalter ausprobieren, entweder ihren Namen oder Hallo schreiben. Also wunderschön weiche Feder, gleitet perfekt übers Papier. Natürlich nicht, ist ganz wenig elastisch, aber für Kinder darf sie natürlich nicht zu elastisch sein. Jetzt gucken wir uns das gleiche an hier bei der Feder für Rechtshänder. Also an diesem Füllhalter ist nichts auszusetzen. Die perfekte Kappe mit Wegrollsperre, der Schaft mit Wegrollsperre, Tintensichtfenster, angenehmes Griffstück. Genau, das muss ich noch sagen. Dieses Stück Plastik ist ja aus einem weicheren Material hergestellt als der Schaft. Hier das Tintensichtfenster und der Füllhalter akzeptiert die Standardpatrone. So viel also zum Schulfüller von Faber-Castell.